Schatz, da bin ich. Ui, mein Mann. Schnell, versteck dich. Ja, wo denn? Ja, steig aus dem Fenster. Was? Wir sind im 13. Stock. Das ist jetzt wirklich nicht der Moment, abergläubisch zu sein. Was machst du heute? Nichts. Aber das hast du doch schon gestern gemacht. Ja, aber ich bin nicht ganz fertig geworden. Also, ich hätte gerne ein 275 Gramm schweres Stück Rindfleisch aus der dritten Rippe, bitte. Exakt 5 Minuten anbraten und den Fettrand auf einen halben Millimeter zurückschneiden. Sehr gerne, Herr. Und was für eine Blutgruppe soll das Rind haben? Oh, Schatz, ich wünschte, du wärst ein Stern. Warum? Dann wärst du die ganze Nacht bei mir. Und ich wünschte mir, du wärst der Mond. Warum? Dann wärst du nur einmal im Monat voll. Sie, darf ich das rote Kleid am Schaufenster probieren? Ja, wenn es unbedingt sein muss. Wir hatten aber auch Umkleidekabine. Schatz, der sammelt für ein neues Altersheim. Super, dann gib ihm deine Mutter mit. Hey! Gehst du in die Ferien? Leider nein. Ich hatte zwar einen Sechser im Lotto, aber mein Mann hat den Schein nicht abgegeben. Im Ernst? Den hätte ich umgebracht. Was meinst du, was ich in diesen Koffer habe? Schatz, meine Mutter hat mich immer in den Arm genommen, wenn ich kalt hatte. Soll ich jetzt mitten in der Nacht aufstehen und deine Mutter holen? Was machst du wieder für ein Gesicht? Lass mal, wenn ich Gesichter machen könnte, dann hättest du schon lange ein anderes. Glaube ich ja nicht. Kopfverdeckel, so ein Saufraß. Ich habe selten einen Gast gesehen, der noch beim Rauslaufen dermassen geschumpfen hat. Wissen Sie, was der ins Gästebuch geschrieben hat? Also geschrieben hat er nichts, aber er hat sich nicht so eingeklebt. Du Meitli, jetzt stehst du aber sofort auf. Sicher nicht. Ich war zuerst da. Ja. Hast du gewusst, dass von 50'000 Menschen gerade nur einer grösser als 2 Meter ist? Ja, das kenne ich. Der sitzt immer im Kino vor mir. Leck, du siehst aber schlecht aus. Ja, kein Wunder, ich war gerade beim Doktor. Und er sagte, ich habe eine Organverschiebung. Was? Noch nie gehört. Was ist das, eine Organverschiebung? Ja, meine Leber ist am Arsch. Stell dir vor, ich werde Vater. Warum machst du denn so ein Gesicht? Ist doch super. Schon. Ich weiss einfach nicht, wie ich das meiner Frau beibringe. Grüezi. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Monat sind Sie der 100'000. Automobilist an dieser Zollstelle. Sie gewinnen 5'000 Franken. Wissen Sie schon, was Sie mit dem Geld machen? Ja. Zuerst einmal den Führerschein. Sie glauben zum kein Wort, der ist doch besoffen. Ich habe immer gesagt, dass wir mit dem gestohlenen Auto nicht weit kommen. Sind wir schon über der Grenze?